Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2 an der OTH Regensburg. Und wir schauen uns jetzt etwas genauer an, was muss ich eigentlich beim Codeschreiben innerhalb von Funktionen beachten, nachdem wir uns ja in den letzten zwei Videos eher darum gekümmert haben, wie sieht denn die Anatomie von Funktionen aus und wie sieht insbesondere die Anatomie von der Main-Funktion aus. Und dazu starten wir einfach, indem wir eine neue Funktion schreiben. Die nenne ich gib5. Das erste, was wir anschauen werden in dieser Funktion, ist die Variablen-Deklaration. Variablen werden wie in C auch einfach mit dem Typen, in meinem Fall eben ein Integer, und einen Bezeichner für die Variablen gedeckt. Und ich möchte meine Variable eben a nennen. Das heißt, wir haben hier eine Variable, die heißt a und repräsentiert letztendlich eine Ganzzahl mit 32 Bit. So, also diese Anweisung, die ich hier geschrieben habe, ist letztendlich die Definition einer Variable. Wenn das Programm ausgeführt wird, dafür gibt es auch einen Fachbegriff, das heißt zur Laufzeit, wird eben auf dem sogenannten Stack diese Variable, diese 32 Bit für diese Variable festgelegt und der Speicher dafür allokiert. Wir schauen uns in einem späteren Video auch nochmal genau an, was passiert denn wirklich genau im Speicher und warum ist der logisch aufgeteilt in den sogenannten Stack und in den sogenannten Freestore bzw. Heap. Aber im Prinzip sollten wir eigentlich bloß im Hinterkopf behalten jetzt, dass Variablen genauso wie in C, in C-Sharp auf dem sogenannten Stack landen. So, das nächste, was wir machen, ist, wir können nicht nur diese Variable natürlich deklarieren, sondern wir können auch mit dem IsGleich-Operator ihr einen Wert zuweisen. Beispielsweise habe ich jetzt hier der Variablen a eben den Wert 3 zugewiesen. Und das, was ich hier in zwei Anweisungen gemacht habe, geht natürlich auch einfacher. Und Sie sehen schon, mein Code-Tool meckert hier. Ich kann hier sagen, ich hätte gerne eine Variable mit dem Namen b und die soll eben den Wert 2 letztendlich beinhalten. So, und damit eben diese Funktion gib5 korrekt ist, hier unten sehen wir noch, da scheint noch das Return-Statement zu fehlen, machen wir eben den Return mit a plus b. Und Sie sehen hier letztendlich alte Bekannte wieder. Der IsGleich-Operator wird genutzt, um einen Wert einer Variable zuzuweisen, in diesem Fall. Und der Plus-Operator wird benutzt, um zwei Werte zu addieren. Und dieser Ausdruck hier geschieht eben vor dem Return-Statement. Das heißt, es wird letztendlich der Wert 3 aus der Variable a und der Wert 2 aus der Variable b addiert und dann eben die resultierende 5 als Rückgabewert hier zurückgegeben. Ja, warum der Name Variable? Vielleicht nochmal kurz zur Wiederholung. Im Gegensatz zu diesen Literalen, die wir hier angeben, also die 3 und die 2 bezeichnen wir in diesem Fall als Literal. Warum? Weil das einfach hart kodierte Werte sind. Eine Variable kann ich aber im Verlauf der Funktion immer wieder neue Werte zuweisen. Was passiert hier? Genauso wie in C wird das Ganze nach links gerichtet ausgewertet. Das heißt, das hat mit der Reihenfolge der Operatoren und zu tun. Also es gibt eine bestimmte Aufrufreihenfolge, wenn mehrere Operatoren hier in einer Anweisung zu sehen sind. Und der Plus-Operator bindet eben stärker als der IsGleich-Operator. Was heißt das? Es wird zuerst der Wert von a genommen, der in diesem Fall ja noch 3 ist, mit b addiert
plus 2, das heißt eben hier steht jetzt 5 drin. Und dann wird eben diese 5 wiederum A zugewiesen. Also letztendlich in den Speicherbereich, der für A allokiert wurde, wird der Wert 5 geschrieben mit dem Ist-Gleich-Operator. Also im Prinzip genau das gleiche wie in C. Und das ist eben auch das Markante für objektorientierte Sprachen wie C++, C#, Java und so weiter, deren Syntax ist innerhalb von Funktionen eben sehr, sehr gleich. Also sowas bieten eigentlich fast alle Programmiersprachen in der Hinsicht. Okay. Gut, dann können wir natürlich auch nochmal das, was wir jetzt hier direkt am Code erklärt haben, in diesem Schaubild, wie es im Skript zu sehen ist, verdeutlichen. Wie gesagt, die erste Zeile ist die Variablendefinition. Das macht man eben, indem man den Typ und den Namen der Variable angibt. Hier haben wir eine Wertzuweisung. Und üblicher ist es eben, wenn wir einen Initialwert einer Variable zuweisen wollen, dass man das eben direkt macht in einer Zeile. Also das ist einfach bloß Anweisung 1 und Anweisung 2 kombiniert. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und im nächsten Video schauen wir uns genau an, wie wir jetzt diese Funktion beispielsweise von der Main-Funktion aus aufrufen können. Bis dann.